So, schönen guten Morgen. Der letzte Tag im Moholand, Samstag. Ja, ich werde schon ganz wehmütig. Heute ist der letzte Tag, wo ich noch eine kleine Runde fahre, ca. 150 Kilometer, weil ich will noch mal in dieses Pässe-Viereck da hinten am Grödner Joch. Da habe ich ja einiges ausgelassen und es sah sehr cool aus. Deswegen will ich da noch mal hin. Gestern Abend waren wir noch hier in dem Tal da oben, Xiesertal, glaube ich. Der hört dann einfach irgendwann die Straße auf und endet im Kreisverkehr. Gibt es noch ein Café und das war's. Ist auch ein Tourenvorschlag vom Hotel. Relativ kurz. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die Straße war jetzt nicht so spannend, aber landschaftlich sehr schön. Mensch, also der Urlaub, der war wirklich klasse. Hat mir alles sehr gut getaugt. Die ganze Unterbringung, die ganzen Touren, die Landschaft, die Leute. Super. Also, da müssen wir nächstes Jahr wiederkommen oder übernächstes Jahr oder wann auch immer, wenn es halt mal passt. Und die ganze Organisation durch Moho, die war auch tipptopp. Also an der Stelle nochmal herzlichen Dank, das alles zu organisieren. Das hat uns dreien alles sehr gut gefallen. Und ich fahre jetzt erstmal so ein kleines bisschen Bundesstraße rüber nach, jetzt muss ich mir überlegen, Richtung Brixen. Und dann runter nach Süden zum Grödner Joch. Das fahre ich dann nochmal in die andere Richtung. Also es geht dann so, Grödner Joch, dann geht es nochmal ein Pass, nochmal ein Pass, nochmal ein Pass. Und dann fahre ich wieder zurück. Brauche ich so ungefähr 3 Stunden. Muss zwischendurch noch einmal tanken. Joa, und dann war es das. Dann war es das. Ich glaube, meine Scheibe, die ist gerade auf der Höhe, die ist gerade so hoch, dass der Luftwirbel an meiner Helmunterkante aufhört. Weil wenn ich mich ein bisschen runtergehe und wenn ich wieder hochgehe, dann wird es wieder viel leiser. Mal schauen, ob ich die noch ein bisschen einstellen kann. Also die 3 Hotels, die waren jetzt an 3 sehr unterschiedlichen Orten. Das erste Hotel in Sulden, das war halt sehr nah am Stelvio. Also wenn man oft Stelvio fahren möchte, dann ist man da gut aufgehoben. Und Hotel Ludwigshof ist halt relativ zentral. Also da bist du auch mal schnell zum Gardasee gefahren und bist dann auch schnell mitten in den Dolomiten. Und das hier ist jetzt relativ nördlich, aber hat halt dann auch den Vorteil, dass du auch mal nach Österreich eine Tour machen kannst. Weil du halt schnell in Österreich bist. Also es ist so eine Geschmacksfrage, wo man dann sich einquartiert. Machen wir mal die Griffheizung noch an. Und was man gemerkt hat, beim Hotel Ludwigshof, da war das Klientel halt hauptsächlich Motorradfahrer oder Rentner. Witzigerweise war eine recht große Rentner-Wandergruppe mit dabei. Und bei dem Hotel jetzt, da ist der Altersdurchschnitt, also im Alpkronmoorhof, zumindest jetzt zu der Zeit, auch relativ hoch und zwar nicht so viele Motorräder. Also in der Tiefgarage habe ich jetzt vielleicht 6 bis 8 Motorräder gezählt. Dagegen beim Ludwigshof, da war halt alles voll. Da war der ganze Carport, der ganze Motoport sozusagen voll. Da waren es bestimmt 30, 40 Motorräder. Und in Sulden, da waren es auch überschaubar viele. Ich glaube so 10 bis 15 Motorräder insgesamt. Ich meine, es sind ja keine reinen Moho-Hotels in dem Sinne. Es sind ja teilnehmende Hotels, die sich halt in Bezug auf Motorradfahrer dann etwas breiter aufstellen, aber halt auch andere Kundschaft bedienen. Ja, also ich glaube nicht, dass für einen Großteil der Motorradfahrer wichtig ist, dass es da ein Spa, eine Sauna und einen Pool gibt. Ja, also die meisten, die fahren einfach den ganzen Tag, kommen abends heim, trinken noch ein Bierchen, Abendessen, da wird noch ein bisschen gequatscht, ein bisschen getrunken und dann geht's ins Bett. Und am nächsten Morgen geht das Spiel von vorne los, Frühstück, Lederkombi, Textilkombi an aufs Moped und dann den ganzen Tag fahren und abends wieder nach Hause. Sofern das Wetter natürlich mitspielt. Das hat super mitgespielt die letzten Tage. Also mal abgesehen von dem einen Tag Schnee, den wir hatten, am Samstagnacht war das, alles top. Also ich bin relativ dick angezogen. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer zwei Schichten angehabt. Die normale Sommerunterwäsche und dann noch eine winddichte Unterwäsche. Und wenn ich ins Tal reingekommen bin, wo es dann wieder über 20 Grad hat, 25, 30 Grad, dann habe ich halt einfach die Belüftung aufgemacht. Hat gepasst. Also ich würde mich eher tendenziell ein bisschen zu warm anziehen als zu dünn. Weil sonst frierst du dir halt oben auf der Passhöhe echt einen ab. Heute früh, ich bin zum Frühstück runtergelaufen. Sitzt eine Katze an der Rezeption, dann schmeißt die heute Morgen einfach mal das Hotel, ne? Macht Empfang, Check-in, Check-out, bucht die Massagen. Miau, miau, miau.
Nee, die gehört zum Hotel. Das ist eine ganz liebe. Nach Bruneck fahre ich jetzt und von Bruneck dann weiter nach Süden. Ja, also die Anfahrt ist jetzt nicht so spannend. Da gibt es nochmal eine schöne Strecke durch das Tal durch. Aber die habe ich teilweise schon aufgenommen. Die brauche ich nicht ein zweites Mal aufnehmen. 7 Grad, ja. Schon ziemlich frisch. Also ich habe jetzt meinen letzten Tankstopp gerade gemacht und jetzt fahre ich wahrscheinlich durch. Außer ich bleibe nochmal irgendwo auf dem Pass stehen zum Fotos machen. Jetzt ist mir gerade zum dritten Mal schon die Kamera runtergefallen und sie hat es wieder überlebt. Also der eine Deckel ist schon verbogen. Der Deckel hinten, der die Anschlüsse verdeckt, USB, HDMI, Mikrofon, da ist schon ein Pin verbogen. Der ging gar nicht mehr richtig zu, da muss ich den Pin wieder zurückbiegen. Da bin ich jetzt noch 114 Kilometer. Ja, könnte ich fast alles mit einer Batterie schaffen. Uiuiui, ist das hell. Eieieiei, gleich mal die Blende runter. Das ist ja ein starkes Gebäude da drüben. M2. Oder heißt es Quadratmeter? Architekturbüro. Also was halt auffällt, die Italiener, also manche von denen, die fahren extrem dicht auf. Also manchmal, wenn ich dann einen LKW hinter mir habe, dann lasse ich den vorbei. Oder ich überhole das Auto vor mir, damit er nicht direkt hinter mir ist. Oh Mann, ey, das hier ist aber grauenvoll. Grauenvoll. Uiuiui, ist ja wirklich schlimm. Ist ja fast so wie die eine Straße damals in Milano. Das hier ist übrigens das Gardnertal. Da links, wie schaut das aus? Genial. Mit den ganzen Schatten auf der Wiese. Mal wieder ein herrlicher Anblick da oben. So, jetzt geht's dann hoch aufs Grödner Joch. Diesmal andersrum. Selbst mit E-Bike bleibt die sich noch ab. Das war nicht aufgeladen. Da steht da ein Astronaut. Hier rechts. Jägerhof. Interessant. Mit Holzanzug. Ja, ob der im Weltall so gut funktioniert, ich weiß ja nicht. Also ohne Griffheizung wäre es schon eigentlich frisch, muss ich sagen. So eine beheizte Weste, die wäre jetzt echt praktisch. Da ganz oben in dem Berg, da ist ein schwarzes Loch. Ja, so oberhalb von dem Wildwechselschild circa. Und da kommt Wasser aus dem Berg raus. Da ist ein kleiner Wasserfall runter.
wunderbar. Ja, 60. Also mein Navi sagt hier 60, aber ich habe keine Schilder gesehen. Ja, da steht 60. Alles klar. Also machen wir gechillt. Da ist sogar ein Paragliding da unten. Da ist hier echt alles. Das ist wie bei der Modellbau-Eisenbahnlandschaft hier. Da ist die Straße, da ist die Autos, da ist die Mountainbiker, Kühe. Wahnsinn, alles. Alles hast du. Gang. Oh, boah, was war denn das da? Mann, Mann.
glaube, ganz oben mache ich nochmal ein Foto in die Gegenrichtung. Das habe ich nämlich gestern nicht genutzt, die Gelegenheit. Aber da steht alles voll da vorne. Eieiei, da ist ja gut was los heute. Ich fahre im Standgas durch die Gegend. Oh, das wird jetzt langsam zu heiß hier. Ich muss einmal runterschalten. Da vorne fährt jemand mit einer 360-Grad-Kamera. Am Stöckerl. Ganz komisch. Hier in dem Bereich, das war auch gestern schon so, da riecht es irgendwie nach welkem Feldsalat. Das ist eine Riesengruppe hier. Yes, mit dem Roller hoch, geil. So, da unten geht es dann gleich links, da geht es dann auf den anderen Pass oder Joch oder wie auch immer. Zellerjoch, genau. Auch gut, ne? Naja, also. Ihr fängt jetzt das Zellerjoch an. Ist auch neu für mich. Komplett neu. Na, ist auch auf 60. Ah ja. Also die bauen hier anscheinend einige Straßen neu. Ist schon wieder aufgefräst, so wie weiter unten. Stark. Frag mich, ob hier dann Baumgrenze ist. 2150 Meter. Schaut so aus. Das sind jetzt nur noch so kleine Bäumchen hier oben. Mann, da ist ja ein Anblick besser als der andere hier. Wahnsinn. Wow. Wow. Okay. Da muss ich ein Foto machen.
da mal irgendwo Platz wäre. Ja, doch. Machen wir mal da. Das passt, glaube ich, hier. Oh, so. Sehr stark. Sehr stark. So, dann geht's gleich weiter. Mach mal gar nicht lang rum. Die Straße hier, geil. Ist denn hier irgendwo mal, wo man hier ein schönes Bild machen kann? Nee. Zu viele Bäume, da sieht man die Straße nicht so gut. Gespanne, sehr schön. Passo Pordoi. Okay, das ist der nächste. Der ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als der hier. Der ist ja recht ausladend. Thank you.
das Schweden ist? Tutto Kuto. Ah, schade, dass er wieder ein Radfahrer ist. Naja. Ah ja, das gehört dazu. Also das ist jetzt eine Stelle, wo ich, hallo, überhaupt nicht überholen würde. Keiner weiß Gott, was runterkommt. Das ist wieder so, so schön hier oben. Sodele, ich stehe jetzt gerade auf der Passhöhe vom Passo Podoi. Der war auch sehr schön. Schön zum Hochfahren. Jetzt geht es dann noch wieder runter und ich glaube, dass er noch... lass mich nachdenken. Genau, der und dann kommt noch einer. Und dann müsste ich wieder an meiner Ausgangsposition sein. 66 Kilometer noch, bin ich um 12 Uhr zu Hause ungefähr. Das passt ja wunderbar. Oh, vielleicht muss ich gleich da drüben noch mal ein Foto machen. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ja, genau. Dann mache ich da vorne noch ein Bild. Super. Super. Die Straße schaut auch vielversprechend aus da runter. Boah, sag mal, so dicht, da kann der ja nicht mehr auffahren. Wahnsinn. Also modsbreit ist die Straße ja, ne? Aber schlecht. Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist eine gute Stelle.
Allerdings. Allerdings. Also nochmal. Oh ja. Oh ja. So, jetzt reicht es dann aber, glaube ich, mal mit Fotos. Ich habe genug gemacht. Ich habe genug gemacht. Der hat gar nicht in die Kurve reingeguckt. Schaut sich einfach die Landschaft an. Heißig? Ah ja, wegen dem Sprung da. Ein Gewurschtel ist es hier über den Straßen. Wahnsinn.
Hammer. Echt, das ist der Hammer, die Kurven. Hey. Schon die dritte, die ich in dem Urlaub gesehen habe. Sehr schön. Und ich glaube, da links ist dann der letzte. Das ist dann die Nummer 4. Jetzt müsste es eigentlich schon wieder nach Norden gehen. Eieiei, der wird noch eine Weile brauchen, bis der oben ist. Passo Falzarego, Passo Campolonio. Oder Campo Longo. Ich glaube, der Campo. Dritte Ausfahrt. Jo, da links. Das ist ein ulkiger Kreisverkehr da. Passo Campo Longo. Die war ja auch geil hier als Sozia hinten drauf mit der Handycam übt gemacht. Oh, schön. Ganz alter Porsche. Da ist ein Herzchen. Stelle zum Bild machen. Ja, naja, da ist ein bisschen viel im Weg. Ne? Ah, hier. Jetzt schauen wir doch mal. Nee, finde ich jetzt nicht so eine schöne Stelle. Nee. Mensch, da gehen Schläge rein hier ins Fahrwerk. Der ist gar nicht so hoch, hä? 1851 Meter. Naja, wobei, ich bin nicht sehr weit runtergefahren, ne? Von dem Pass davor. Ja. Ja. Der ist jetzt nicht so spektakulär wie der vorher. Aber auch hübsch. Ja, doch, eichhübsch hier oben. Eichhübsch. Und nicht so voll. Nochmal zwei Paraglider. Das muss auch geil sein. Da musste so einen geilen Ausblick haben. Ja, hier ist doch ganz nett. Das ist noch ein schönes Motiv. Ich glaube, da mache ich noch das eine Bild hier und dann geht es wieder Richtung Heimat endgültig. Also dieser Urlaub, Wahnsinn, super schön. Oh Mann, ey, was für eine schlechte Straße.
Oh Mann, was ist denn hier los? Ist hier ein Spawnpunkt für die Radfahrer oder was? Kovara. Ja, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Ja, dann mache ich jetzt hier mal Schluss mit diesem schönen Anblick. Das war jetzt das letzte Video von der Dolomitenreise 2019. Nochmal vielen Dank an Moho für die Unterbringung. Das hat alles sehr gut gepasst. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.